Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Inquisition. Wie versprochen, machen wir einfach eine Doppelfolge draus. Wir haben ja in der letzten Folge wirklich nur, ja, unten in unserer Schmiede verbracht und ein bisschen, ja, versucht zu craften, muss man sagen. Hat ja nicht wirklich funktioniert. Aber okay, so ist das halt. Hier kann ich noch nicht rein, da ist nix. Ich glaube, das ist hier eine Schnellreise, die er anpingt. Nein, nicht rein. Da kann ich rein. Da wartet auch irgendjemand auf mich. Oh, eine Doppeltür. Dreifachtür. Ah, Josephine. Ich habe einige Erkundigungen über den kaiserlichen Hof eingeholt. Je eher wir uns mit der Gefahr für die Kaiserin befassen, desto besser. Die politische Lage im Reich ist gefährlich instabil. Das macht die Dinge noch komplizierter. Im Reich ist immer alles kompliziert. Das scheint ein Steckenpferd der Orlesianer zu sein. Rümpft ihr nur die Nase über das große Spiel, wenn ihr wollt, Kommandant. Aber wir spielen mit maximalem Einsatz und das bis in den Tod. Das Missfallen des Hofes kann ebenso gefährlich sein wie die Venatori. Wir müssen wachsam sein, um eine Katastrophe zu verhindern. Was meint ihr damit? Wieso ist die Lage gefährlicher als sonst? Die Kaiserin steckt mitten in einem Bürgerkrieg. Ihr Vetter, Großherzog Gaspard, will den Thron mit Gewalt an sich reißen. Laut Liliana hat eine Gruppe von Elfen beide Armeen sabotiert, um die Kampfhandlungen in die Länge zu ziehen. Orlais hält die Winter in Schach. Wir könnten ganz Thedas verlieren, wenn das Reich Korypheus in die Hände fällt. Selene führt im Schutz eines Maskenballs Friedensgespräche. Alle Mächtigen aus Orlais werden dort sein. Für einen gedungenen Mörder wäre der Ball der ideale Ort, sich zu verstecken. Weiß Selene, in welcher Gefahr sie schwebt? Können wir sie warnen? Ich habe der Kaiserin mehrere Sendschreiben geschickt, weiß aber nicht, ob sie erhalten hat. Ich sorge dafür, dass ihr eingeladen werdet, wenn es euch recht ist, Inquisitor. Cool, der Orleanische Bürgerkrieg und wir dürfen zu einem Ball. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt. Achso, das war ein Fenster. Ich dachte, das wäre eine Tür. Kann man da... Ja, kann man nicht raus, aber einen schönen Ausblick auf den Berg, wo die Sonne dahinter untergeht oder aufgeht. Hat man jetzt schon Kriegsrat? Nee. Das lassen wir noch. Mach mal einer hier die Türen auf. Der Inquisitor kommt. So. Da wartet eine Menge Leute auf mich. Ja, hier kann ich hinaufklettern und dann? Was dann? Kann ich wieder herunterklettern. Schön, dass wir das geklärt hätten. Das mag früher mal gewesen sein. Hier ist so viel Platz für was auch immer. Für was auch immer. Na, Dorian. Was geht großartig, bei dir so? Oder? Als wäre es nicht schon schwer genug, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, zu versuchen, für Ordnung zu sorgen. Aber nein, da muss auch noch aus dem Nichts ein Erzdämon auftauchen, frei nach dem Motto, was, dachtest du, das wird einfach? Nein, ich hatte nur gehofft, du würdest unser Dorf nicht wie einen Ameisenhaufen zertreten. Oh, tut mir leid. So sind Erzdämonen nun mal. Lässt sich nicht ändern. Rede ich zu schnell für euch? Ich war abgelenkt, das ist alles. Abgelenkt? Von meinem Witz und meinem Charme? Davon habe ich reichlich. Das lasst besser mich entscheiden. Ich bin nur auf Probe hier. Ich werde alles tun, um euren prüfenden Blick standzuhalten. Ich hatte immer angenommen, der Älteste hinter den Venatori wäre ein Magister, aber das ist etwas völlig anderes. In Tevinter sagen sie, die Geschichten der Kirche über Magister, die die Verderbnis bringen, seien nur Geschichten. Aber jetzt stehen wir hier genau vor so einem Magister der dunklen Brut. Wer hat die Verderbnis dann in den Augen des Reichs ausgelöst? Ihr wisst ja, wie das ist. Nicht wir. Sie sagen, die dunkle Brut war schon immer da.
dass die Magister und die Verderbnis nichts miteinander zu tun haben. Überrascht euch das? Niemand gibt gerne zu, dass er ins Bett gemacht hat. Aber wenn Korypheus einer der Magister war, die die schwarze Stadt betraten und zur dunklen Brut wurden, welche andere Erklärung gibt es dann? Warum macht euch das wütend? Weil das Reich meine Heimat ist. Ich wusste, was man mich lehrte, konnte nur die halbe Wahrheit sein. Aber ich nahm an, dass es einen wahren Kern enthält. Irgendwo. Aber nein, wir waren es. Wir haben die Welt zerstört. Ihr habt nichts getan. Das waren diese Männer. Vor 1000 Jahren. Das stimmt, aber dummerweise ist einer von ihnen ausgesprochen lebendig. Und zu allem Überfluss würden ihm meine schwachsinnigen Landsleute erneut bereitwillig folgen. Niemand wird mir danken, egal was passiert. Und euch auch nicht. Das ist euch doch klar, oder? Wir wissen nicht, was passieren wird. Das weiß niemand. Ihr seid ein Optimist? Was sagt man dazu? Ich habe ein Einhorn gefunden. Ich weiß nur eines. Korypheus muss aufgehalten werden. Männer wie er haben meine Heimat zerstört. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie er auch noch die Welt zerstört. Oh, und Glückwunsch zu diesem ganzen Inquisitionshokuspokus übrigens. Dem ganzen Inquisitionshokuspokus, okay. Ja, Vögel, seid... Ah, hier kann ich meine Forschung abgeben. Gib mal alles ab, was du kannst. Das dauert ja wieder hier so lange. Oh, Einfluss! Das ist schön! Hast du jetzt alles abgegeben? Noch Stufenausstieg. Ritterhelm entfernt. Ja, habt ihr es jetzt? Ja, jetzt haben wir es. Okay, dankeschön. Ja, ja. So, Fiona, was gibt's Schönes? Ich grüße euch, Inquisitor. Das ist doch euer Titel, oder? Ich ja, sollte euch danken. Nach allem, was in Redcliffe passiert ist, hättet ihr am Ende alles verlangen können. Und doch habt ihr uns zu ebenbürtigen Partnern gemacht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Dass ihr freiwillig hier seid, kann uns nur stärker machen. Ja, das mag sein. Ich war eine graue Wächterin, Großverzauberin, Rebellenführerin. Und jetzt bin ich nichts von alledem. Es ist schon seltsam, wohin einen das Schicksal führt. Aber das wisst ihr selbst ja am besten. Dann seid ihr immer noch Großverzauberin? Jeder Anspruch auf diesen Titel ist mit den Zirkeln der Magie erloschen. Wenngleich mich einige Leute bis heute so nennen. Vielleicht werden die Zirkel eines Tages wiederbelebt. Aber dann wird ein anderer die Position einnehmen. Bis es soweit ist, führe ich meine Magierkollegen an. Ich werde für sie tun, was ich kann. Ihr denkt, dass sie die Zirkel der Magie nach allem, was passiert ist, wieder aufleben lassen? Kommt ganz darauf an, wer die nächste Göttliche wird und was sie anzubieten hat. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen, aber endlose Kriege helfen niemandem. Deshalb versprach ich, an Justinias Konklave teilzunehmen. Es muss eine andere Lösung geben. Ihr wart einmal eine graue Wächterin. Hallo und herzlich willkommen zurück nach dem kleinen Crash eben, während wir mit Fiona gesprochen haben. Ich habe jetzt nochmal älteren Spielstand geladen, dann sind wir wieder bei der Frage, die eben zum Absturz von meinem Aufnahmeprogramm geführt hat. Ihr wart einmal eine graue Wächterin. Für mich gelten besondere Umstände, Inquisitor. Normalerweise dient man dem Orden bis in den Tod. Aber ich habe das, was mich zu einer Wächterin machte, vor langer Zeit verloren. Sie haben versucht, mich zu reinitiieren, aber nichts hat funktioniert. Und niemand wusste, wie es geschehen war. Also wurde ich zum Zirkel der Magie geschickt. Als erste Wächterin, die je rausgeworfen wurde. Eine echte Meisterleistung.
Ihr scheint froh darüber zu sein. Als ich eine Wächterin wurde, schien für mich zunächst ein Traum wahr zu werden. Am Ende allerdings, meine Brüder und Schwestern, sie spürten, dass ich irgendwie den Tod überlistet hatte, war ich froh, dass ich gehen konnte. Im Zirkel war ich dann einzigartig. Plötzlich hatte ich viel mehr Möglichkeiten als zuvor. Also habt ihr den Aufstand der Magier angezettelt. Ich habe offen die Befreiung der Zirkel gefordert. Aber für das, was folgte, trage nicht nur ich die Verantwortung. Und ich würde es wieder tun. Trotz des entstandenen Chaos. Was passiert ist, musste passieren. Dann seid ihr immer noch Großverzauberin? Jeder Anspruch auf diesen Titel ist mit den Zirkeln der Magie erloschen. Das können wir ja überspringen. Vielleicht werden, bis es soweit ist, führe ich meine Magier. Das will ich nur nochmal zur Vollständigkeit einfach für das Spiel starten. Ansonsten können wir jetzt ja wieder der Hauptgeschichte folgen. Was ich noch fragen wollte, wie genau haben die Venatori in Radcliffe die Kontrolle übernommen? Solange wir dort waren, fanden immer wieder Magier zu uns. Nachzügler, die meisten von ihnen Fremde. Ich konnte nicht wissen, dass einige von ihnen aus Tevinter kamen. Sie haben Gerüchte verbreitet, den Wunsch nach einem Bündnis bestärkt. Und wir waren verzweifelt. Ich bin auf unsere Entscheidung nicht stolz. Aber wir waren uns sicher, dass die Templer bereits marschierten. Es hätte weit schlimmer enden können. Ich nehme an, mit den Magiern ist alles in Ordnung. Es gab ein paar Reibereien mit euren Templern. Aber alles in allem läuft es gut. Ich will nicht weiter stören. So, es hat ja funktioniert ohne Quest diesmal. Das ist doch schön. Okay. Ach ja, Forschung, da waren wir eben schon. Hier nächstes Mal gucken wir mal. Helisma, was hast du Schönes? Ich bin hier, um euch bei jedweden Nachforschungen zu helfen. Ihr werdet feststellen, dass meine Fähigkeiten außerordentlich sind. Ich hoffe, sie erweisen sich als nützlich. Übernehmt ihr Minaves Pflichten? Ja, sie sagte, sie würde anderswo gebraucht. Und dass ich der Inquisition nach besten Kräften dienen soll. Was macht sie? Das hat man mir nicht gesagt. Okay. Das wüsste ich aber mal gerne. Als Anführer der Inquisition, was so meine Leute hier machen. Warum ist Minerva nicht mehr meine Forscherin? Wie könnt ihr der Inquisition dienen? Ich soll euch bei der Erforschung all jener Kreaturen helfen, auf die ihr bei eurem Wirken als Inquisitor stoßt. Was genau qualifiziert euch? Ich erinnere mich, dass ich Tiere mochte. Warum, weiß ich nicht mehr. Wie schätzt ihr unsere Fortschritte ein? Sie sind nicht optimal angesichts der Möglichkeiten. Die Himmelsfeste sollte verbessert werden. Oder unsere Bemühungen werden stagnieren. Wurdet ihr besänftigt? Ja, das wurde ich. Es war notwendig angesichts der böswilligen Natur, die die Magie zu einer gefährlichen Kunst machte. Ich weiß noch, die Zeit war schwierig, aber ich erinnere mich nicht warum. Allerdings sind meine Fähigkeiten hier von großem Nutzen. Weitermachen. Ja, Inquisitor. Okay, da wartet schon die nächste auf uns, oder der nächste, besser gesagt. Ohne Namen. Oh, Inquisitor, seid mir gegrüßt. Ich wurde erst kürzlich von Schwester Liliana damit betraut, ihre Bücher in Ordnung zu halten. Ich bin so froh, hier zu sein und meinen bescheidenen Beitrag leisten zu können. Nun, ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Okay, da tauchte ganz kurz nur das Gesprächsrad auf und dann war es auch weg. Da geht's runter. Wir wollen aber weiter hoch, was da noch so auf uns wartet. Noch mehr Text. Ah, hier ist eine Schnellreisefunktion. Noch mehr zum Untersuchen. Immer her mit den ganzen Texten. Da liegt noch ein Text. Schwester Liliana wird Zugang zu den Vögeln haben wollen. Nehmen wir alles mit. Oh, hier ist nix. Immer nur die Schnellreisefunktion. Nein, da ist noch. Das hatten wir doch eben schon. Kann ich nochmal anklicken? Okay, wie auch.
Hier ist doch noch einer. Ach so, das sind die da drunter wahrscheinlich. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Ach, Kallen, wo standst du neben? Die Namen derer, die wir verloren haben. Ihr gebt bestimmt mir die Schuld daran. Wir alle haben gesehen, wer uns angegriffen hat. Wir wissen genau, wer die Schuld daran trägt. Ich frage mich immer wieder, was ich hätte anders machen können. Als die ersten meiner Späher verschwunden sind, habe ich die anderen zurückbeordert, um erst auf weitere Informationen zu warten. Wären sie weiterhin im Einsatz gewesen, hätten sie uns mehr Zeit verschaffen können. Oh, ich hatte Angst, meine Spione zu verlieren. Und so haben wir stattdessen Haven verloren. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie dort draußen gestorben wären und wir Haven dennoch verloren hätten. Das könnt ihr nicht wissen. Ihre Leben hätten Haven eine kleine Chance verschaffen können. Meine Leute wissen, was ihre Pflicht ist. Sie kennen die Risiken. Sie sind sich bewusst, dass sie im Dienste der Inquisition möglicherweise ihre Leben opfern müssen. Unsere Leute sind keine Werkzeuge, die man benutzt und dann wegwirft. Eure Instinkte waren richtig. Ihre Leben sind von Bedeutung. Können wir uns derartige Sentimentalitäten wirklich leisten? Was, wenn Korypheus... Wir sind besser als Korypheus. Das will ich doch wohl auch hoffen, dass wir besser als Korypheus sind. So. Wir könnten eigentlich auch die Schnellreisen nutzen, um wieder runterzukommen. So. Nehmen wir den kurzen Weg. Sieht echt aus wie so ein Schlafanzug, womit der hier rumläuft. Das hatte ich doch schon gelesen, oder? Naja, hatte ich nicht gelesen. Soll es? Du warst eben aber nicht hier. Wo kommst du her? Inquisitor. Mich würde eure Meinung zur Kultur der Elfen interessieren. Ich dachte, ihr wärt eher daran interessiert, eure Ansichten über die Kultur der Elfen kundzutun. Ihr seid ein Dalish, nicht wahr? Mein Volk stammt von den Elfen ab, die sich weigerten, sich zu ergeben, als die Menschen ihr Bündnis brachen und die Dales zerstörten. Wenigstens in diesem Punkt hatte eure Hüterin recht. Halten wir fest, dass sich die Dalish ausnahmsweise einmal etwas richtig gemerkt haben. Wir könnten ihr zur Feier des Tages einen Baum pflanzen. Ihr beleidigt mein Volk. Euer Volk beleidigt sich selbst. Denkt daran, ich habe die Erinnerung des Nichts durchstreift und die Geschichte gesehen, die die Dalish imitieren. Schön, ihr denkt, wir sind schrecklich. Was ist mit den Gesindevierteln voller Elfen, die keine Dalish sind? Was hätte irgendein armer Kerl in einem feraldischen Gesindeviertel davon, wenn er wüsste, dass seine Vorfahren wie Götter durch das Land streiften? Es würde ihn nur verbittern oder auf törichte Gedanken bringen, die ihn das Leben kosten könnten. Also nehmt ihr ihm diese Entscheidung ab? Mag sein. Also wenn ihr Fragen habt und glaubt, dass die Antworten euch etwas nützen, nur zu. Sind alle Dalish-Elfen wie mein Clan? Nein, nur euer Clan interessierte sich genug für die Belange der Menschen, um euch als Spion zur Versammlung der Göttlichen zu schicken. Da eure Clans schon so lange voneinander getrennt sind, haben sie sich allesamt verändert und sich ihrer Umgebung angepasst. Einige sind kaum mehr als Banditen, andere treiben Handel mit den Menschen und wieder andere haben sich zur Gänze in die Wälder zurückgezogen. Was könnt ihr mir über die Elfen erzählen, die in den Städten der Menschen leben? Die Kultur der Gesindeviertel ist ebenso wie die Kultur der Sklaven von Tevinter eine Kultur der Armen und Schwachen. Sie hängen der Erinnerung an bessere Zeiten nach und praktizieren einige Rituale, um sich von den Menschen abzugrenzen. Ich wüsste gern mehr über die Elfen vor unserer Zeit. Die Dalish wollen die Erinnerung an Halamshiral wahren. Dabei war Halamshiral nur der jämmerliche Versuch, ein vergessenes Land nachzubilden. Alessa. Alvinen war das Reich und Arlethan seine prächtigste Stadt. Ein Ort der Magie und Schönheit, verloren im Strudel der Zeit. Ihr habt die alten Elfen studiert. Was wisst ihr noch über Arlethan? In den Geschichten, die wir über sie kennen, leben sie auf Bäumen. Wenn wir sie uns vorstellen, denken wir an hölzerne Rampen oder Dalish-Aravelle. Stellt euch stattdessen kristallene Türme vor, die sich durch das Blätterwerk winden. Paläste, die zwischen den Wolken schweben.
Stellt euch unsterbliche Wesen vor, für die Magie so natürlich war wie das Atmen. Das ist es, was verloren ging. Unterscheidet sich die Elfenmagie von der Magie der Menschen? Ja und nein. Magie ist Magie und Wasser ist Wasser. Die Frage ist eher, was man damit macht. Die Magie der Dalish ist eher praktischer Natur. Sie bedarf keiner Billigung durch die Kirche, obwohl die Blutmagie bis heute verpönt ist. Aberglaube. Sie ist feinsinniger, ein Vermächtnis aus einer Zeit, in der die Elfen unsterblich waren. Ihr habt gesagt, das Misstrauen gegen die Blutmagie wäre ein Aberglaube. Ja, das habe ich. Ein Glück, dass Cassandra nicht in Hörweite ist. Heute verbieten die meisten Kulturen die Blutmagie. Offiziell wird sie selbst in Tevinter missbilligt. Aber wie ich bereits sagte, Magie ist Magie. Die Frage ist nur, wie man sie einsetzt. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand die Blutmagie nicht zu einem bösen Zweck eingesetzt hätte. Ich sah einmal, wie einer Frau ein Dolch in den Leib gestoßen wurde. Sie starb langsam und qualvoll. Das war abscheulich. Würde die Kirche deshalb Dolche ächten, denkt ihr, die Leute würden sie nicht mehr benutzen? Natürlich würden sie das. Einige würden sie heimlich und beschämt benutzen. Andere würden sich gegen das Verbot auflehnen. Dem Verfall der Sitten wären Tür und Tor geöffnet. Ihr müsst nicht das Leben eines Sklaven opfern, um einen Dolch herzustellen. Das kommt vermutlich ganz auf den Dolch an. Wie viele Männer habt ihr im Kampf für die Inquisition schon getötet? Und wie viele werdet ihr noch töten, weil es unabdingbar ist? Was, wenn die Blutmagie euch helfen könnte? Tja, mir wäre es egal. Ich benutze sie nicht, aber ich halte sie keineswegs für böse. Die Legenden über die Unsterblichkeit der Elfen. Benutzten sie Magie, um ihr Leben zu verlängern? Nein, die Unsterblichkeit war Teil ihres Daseins. Die zarte Schönheit ihrer Magie war die Wirkung, nicht der Grund ihres Wesens. Einige Zauber benötigten Jahre. Ihr Echo hielt Jahrhunderte an und mündete mit immer neuer Magie in eine nicht enden wollende Sinfonie. Das muss wunderschön gewesen sein. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Ja, mit Solas stehen wir nicht so ganz, oh, hier kommen wir noch nicht durch. Stehen wir nicht ganz so überein mit allem. Stehen wir auf zwei verschiedenen Seiten. Ja, komm, lass mich durch. So, gucken, was hier hinten auf uns wartet. Außer ein Raum, wo wir nicht rein können, weil es zugestellt ist. So, und jetzt sehen wir mal endlich die Himmelsfeste von außen. Sieh sich das eine an. So, wir fangen mal rechts rum an, weil da habe ich schon was gesehen, was wir lesen können. Komisch, das braucht uns keine Erfahrung dazu. So, Sarah. Jetzt gibt's wieder markige Sprüche. Ah, Inquisitor. Das ist jetzt doch euer Titel, oder? Erinnert ihr euch noch an diesen Krieg, den wir beenden wollten? An die Schurken, die ich mit Pfeilen spicken wollte? Von einem beschissenen Erzdämon war nie die Rede. Andraste, in was bin ich da nur reingeraten? Ich habe wirklich schon viel erlebt, aber ja, Corypheus hat mich auch überrascht. Nein, überrascht ist man, wenn man in Hundescheiße tritt. Niemand sagt, oh, ein Magistergottmonster, das ist ja meine Überraschung. Unmögliche Dinge sind keine Überraschungen. Wenn ihr mir nicht sagt, was genau das Problem ist, kann ich nichts tun. Das kann doch nur Unsinn sein, oder? Sonst sind wir ziemlich angeschissen. Ich meine, dieser Corifidelus, er ist ein Magister, oder? Angeblich hat er die goldene Stadt geknackt, aber das ist doch Blödsinn. Und wenn nicht? Sitz des Erbauers? Ich bitte euch. Ein Sitz braucht einen Arsch. Also wäre der Erbauer real. Und alle Märchen über den Anfang und das Ende der Welt? Auch alle real. Ziemlich weit hergeholt, oder? Ich will einfach nur dieses Loch am Himmel stopfen, damit ich spielen gehen kann. Ihr seid zu uns gestoßen, um den kleinen Leuten zu helfen. Aber glaubt ihr an etwas oder nicht? An Andraste? Natürlich. Aber ihr zweifelt an dem, was ihr seht und hört. Es kann einfach nicht wahr sein. Nicht einmal Fanatiker würden derart Recht behalten wollen.
Hör zu, ich habe meine Pfeile. Ich kann dafür sorgen, dass dieser Coryphellus an Sie glaubt. Reicht das? Ich hoffe, das tut es. Bezeichnet das Ganze nur weiter als Unsinn. Das wird die Inquisition auf dem Boden der Tatsachen halten. Oh, das kriege ich hin. Ein paar Neinsager mehr könnten euch nicht schaden. Wir kämpfen, das Böse verschwindet, alle beruhigen sich und es kehrt wieder Normalität ein. Eine nette, gut bezahlte Normalität. Ihr hört euch langsam nicht mehr völlig verrückt an. Ich weiß, erschreckend, was? Also gut, immer her mit Ihnen. Aber erst brauche ich was zu essen. Ich bin am Verhungern. Och, das war ja fast eine normale Unterhaltung mit Server. Okay, eine Tür, aber da kam man nicht rein. Okay. Oh, hier geht's mit den Gesprächen weiter. Hier stehen sie gleich im Dreierpack. Fahr mal mit Vivienne. Was führt ihn für ein faszinierendes Leben, mein Lieber? Erst fallt ihr aus dem Nichts, dann greift euch ein Erzdämon an. Wenn ihr mehr Aufmerksamkeit wollt, könntet ihr auch einfach einen Ball veranstalten. Ich werde mit Josephine reden. Vielleicht können wir vor dem nächsten Angriff ja passende Kleider besorgen. Ich hatte in Val Royaux einen Schneider, der wahre Wunder vollbrachte, mein Lieber. Aber nicht diese Art von Wunder. Ihr habt euch selbst angreifbar gemacht. Und zwar aufgrund einer Fehleinschätzung, die euch gewiss nicht noch einmal unterläuft. Doch der Feind hat euch und der Inquisition einen schweren Schlag versetzt. Das müssen wir akzeptieren. Ihr müsst es akzeptieren. Ich werde nicht vergessen, was in Haven passiert ist. Corypheus wird sich dafür verantworten müssen. Ihr seid wütend. Gut. Zorn kann euch retten, wenn alles andere verloren ist. Aber seht zu, dass ihr ihn klug einsetzt. Unsere Feinde rücken vor, Inquisitor. Wir dürfen nicht untätig herumsitzen. Kommt ihnen zuvor und lehrt sie, uns zu fürchten. Ihr könnt der Anführer werden, den die Gläubigen brauchen, aber ihr müsst euch beeilen. Ja, das war's schon? Ah, ich wollte schon sagen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich hätte eine Frage zum Zirkel der Magie. Nur zu. Was wollt ihr wissen? Ihr habt doch gewiss eure eigene Meinung über die Templer, nachdem ihr so lange im Zirkel gelebt habt. Bei den Templern, mein Lieber, verhält es sich ebenso wie bei Magiern, Neveranern oder Menschen. Ich kannte einige, die kaum zu ertragen waren. Andere wiederum waren ausgesprochen charmant. Ich musste so manche Beleidigung von ihnen erdulden, allerdings auch nicht mehr als von Adeligen oder Kaufleuten in Val Royaux. Ich für meinen Teil fand die Templer immer recht nützlich, wenn es darum ging, unerquickliche Elemente im Zaum zu halten. Wie war es, in einem Zirkel zu leben? Diese Frage, mein Lieber, ist die Wurzel aller Probleme mit Magiern. Ich kann es euch nicht sagen. Jeder Zirkel war anders, ihre Templer verschieden, ihre Politik einzigartig. Und so war auch das Leben innerhalb des Zirkels für jeden Bewohner eines Turms einzigartig. Einige von ihnen litten, andere waren zufrieden. Einige waren grausam oder leidenschaftlich und wieder andere waren gleichmütig. Aber so ist es überall, mit allen Leuten, egal ob sie nun Magier sind oder nicht. Verkaufbar klingt, sagen wir so, nicht, dass es gut ist, aber zumindest verkaufbar. Ja, also mal mit ein paar Leuten. Denk mal, hier machen wir einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.